kommen wir nun zu unserem ersten Referenten, der uns erklären wird, warum Schmetterlinge bei uns in Österreich gefährdet sind. Magister Dr. Martin Lödl lebt als Wissenschaftler und Schriftsteller in der Nähe Wiens. Er leitet die entomologische Abteilung am Naturhistorischen Museum Wien und beschäftigt sich aktuell mit Fragen der Evolution. Er wird uns die Bedeutung von Schmetterlingen aufzeigen. Er thematisiert Möglichkeiten zum Schmetterlingsschutz und wir sind gespannt auf einfache und kostengünstige Lösungen in seinem Vortragsgepäck. Bitte, Martin Lödl. Sehr verehrte Frau Bundesministerin, lieber Herr Landesrat, der ist, glaube ich, gerade rausgegangen. Meine geschätzten Damen und Herren, wir Wissenschaftler sind ja bekannt dafür, dass wir manchmal sehr kritisch sind und auch ein bisschen herumunken, aber ich will das Ganze mit einem sehr positiven Effekt beginnen. Das, was im Moment von der Politik gemacht wird und vor allem auf den Weg gebracht wird, ist wirklich toll. Frau Bundesministerin, mein Dank. Alles, was wir verfolgen können, jetzt von Seiten der hehren Wissenschaft, lässt uns hoffen. Sie machen diese Arbeit wirklich toll, auch das Land. Nein, es ist kein Kompliment, sondern es sind die Tatsachen, die man auch einmal wirklich betonen muss und in den Vordergrund stellen muss. Das, was ich versuchen möchte heute, ist Ihnen ein bisschen, eigentlich wie ein Arzt, zu versuchen, die Probleme aufzuzeigen, die unser Patient hat. Die Natur im Allgemeinen, die Insekten, die Schmetterlinge. Ich habe die eigentlich schreckliche Aufgabe, das Ganze in 20, 25 Minuten abzuspielen. Ist fast unmöglich. Ich werde also so schnell reden, wie ich nur irgendwie kann. Ich bin da mit einer Uhr bedroht, habe ich gehört, immer wenn es ein bisschen zuschaut. Ja, die Uhr, die tickt. Also ich steige gleich voll ein in Medias Res. Was muss ein Arzt können? Ein Arzt muss drei Dinge tun. Er muss erstens einmal wissen, wie funktioniert der Patient. Anatomie, Physiologie, das ist das Erste, was ich im Zeitraffer mit Ihnen machen möchte. Die Biologie der Schmetterlinge, Biologie der Insekten. Das Zweite ist, wir müssen eine richtige Diagnose stellen. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn man immer die falschen Diagnosen stellt und dann natürlich zum Punkt 3 zur falschen Therapie kommt. Also diese drei Punkte, Verständnis der Biologie und dann natürlich die Diagnose und die richtige Therapie, will ich versuchen mit Ihnen zu machen. Wir wissen aus vielen verschiedenen Studien, dass die Insektenzahlen, die Schmetterlingszahlen extrem zurückgehen, extrem. In den letzten 30 Jahren 75-80% der Biomasse Verlust. Die Arten gehen auch zurück, verschwinden aber nicht völlig hier in Europa und Mitteleuropa. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt im Verständnis. Das heißt, wir können noch was tun. Das Artenspektrum ist noch in einem relativ guten Ausmaß vorhanden. Allerdings ist die Biomasse extrem zurückgegangen. Die Studien können Sie sich dann vor allem die geschätzten Zuseherinnen und Zuseher zu Hause natürlich herunterkopieren. Ich kann die nicht alle mit Ihnen durchgehen. Die bekannteste ist die Krefeld-Studie. So, jetzt zum Verständnis, wie funktionieren Insekten, wie funktionieren Schmetterlinge. Das Erste ist, über einen extrem komplizierten Kreislauf, Eier, die abgelegt werden, Dutzende, Hunderte, über Raupen und Puppen kommt es dann zum Schmetterling. Und einer der größten Fehler, den wir machen, ist, wir konzentrieren immer auf dieses Endstadium. Es sind ja auch im Naturschutzgesetz, wird immer alles auf den Schmetterling fokussiert. Der Apollofalter darf nicht gefangen werden. Wir verlieren die Jugend, die sich keine Schmetterlingssammlung mehr anlegen kann, weil da steht der Naturwachebeamte daneben und stellt ein Strafmandat aus. Wohingegen die Hänge, wo Sedum, die Futterpflanze, vorkommen, werden aufgeforstet. Also diese Diskrepanz, auf die kann man nicht intensiv genug hinweisen. So, die Artenzahl der Insekten ist gigantisch. Wir haben 1 Million verschiedene Arten. Wenn Sie sich vorstellen, das ist so ein Lego-Turm, den ich früher für mein Töchterchen gebaut habe. Ein Legostein für eine Art würde einen 20 Kilometer hohen Turm bedeuten. Da kann man fast dreimal den Mount Everest hineinstellen. Schmetterlinge sind natürlich die zweitartenreichste Gruppe mit 170.000 Arten. Das wäre auch immerhin noch ein Turm fast so groß wie der Großglockner. Und Österreich ist natürlich im Verhältnis zu den weltweiten Schmetterlingszahlen eher artenarm. Wir haben, Europa ist überhaupt quasi ein Anhängsel an den großen eurasischen Kontinent.
Und das hat natürlich damit zu tun, weil wir ein sehr schlechtes Klima haben. Wir haben also kein prosperierendes Tropenklima, wo an einem Berghang dreimal so viele Arten vorkommen wie bei uns in ganz Österreich. Schmetterlinge sterben draußen in der Natur in riesigen Zahlen, und zwar in Milliarden. Das sind Tonnen, die vernichtet werden, und zwar deshalb, weil Schmetterlinge wie alle Insekten im Prinzip Futtermittel sind. Gegenseitig füreinander, für Vögel, für Fledermäuse, für Amphibien, für Reptilien. Also es ist kein Problem, wenn Schmetterlinge sterben. Die können zu Milliarden sterben. Das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, was jetzt mit unserem Artenspektrum und der Biomasse passiert. Das, wo der Hase im Pfeffer liegt, dazu komme ich gleich. Das wird also noch ganz spannend. Biozönosen sind solche Netzwerke gegenseitiger Abhängigkeiten. Und solange das im biologischen Kontext erfolgt, ist es auch kein Problem. Da können Insekten und Schmetterlinge, wie gesagt, in größeren Mengen umkommen. Das mag unser tierschützerisches Empfinden stören, aber die Natur ist nun mal grausam. Es gibt eine Plattform, die ich vor einigen Jahren gemacht habe, nämlich im Austria Forum. Das Austria Forum ist das österreichische Wikipedia, hat mein Freund, der Dekan Hermann Maurer von der TU Graz ins Leben gerufen. Und da gibt es bereits eine Plattform aller Tagfalter Österreichs, wie Sie sehen, so im Überblicksmäßig mit Bildern, man kann sie schön bestimmen. Und ich empfehle das auch, es ist frei zugänglich. Es ist für das Citizen Science Projekt, was vor allem auch unsere Chefin im Naturhistorischen Museum, die Katrin Volland, vorantreibt, eine wesentliche und wichtige Plattform. Leider kämpft das Austria Forum, wie ich höre, jetzt auch mit Geldmitteln, sehr schade, weil das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Und das, denke ich, kann man bewerben, das kann jeder nutzen, es kostet nichts. Und es hilft uns Menschen dafür zu begeistern, sich mit Schmetterlingen zu beschäftigen. Nun, jetzt zu den Ursachen. Was ist jetzt die Diagnose? Das Insektensterben und das Schmetterlingssterben hat eine große Hauptursache. Das ist der Lebensraumverlust. Der Lebensraumverlust ist das absolut Entscheidende. Und alle anderen Dinge sind Nebenschauplätze. Aber der Lebensraumverlust hat uns genau das beschert, was wir jetzt als diesen gigantischen Rückgang an Biomasse erleben. Jetzt zeige ich Ihnen da so ein Bild, wo Sie gleich sehen werden, was ich meine und wie man auch beweisen kann, dass der Lebensraumverlust die eigentlich die Nummer eins der Ursache für den Rückgang ist. Wenn Sie den Pfeil anschauen, die Erdpresshöhe ist eines unserer prononciertesten und besten Naturschutzgebiete. Das sind verfestigte Sandflächen, die südlich von Lassee vorkommen. Und wenn Sie den Pfeil sehen, dort ist dieser kleine Fleck, der ist nicht mal so groß wie eine Briefmarke. Das ist ein wirklich originärer, eine originäre Biozönose. Dort kommen pannonische Arten vor, so wie sie vorkommen sollen. Das ist ein Lebensraum, wie er sein sollte. Und wenn Sie jetzt rundherum diesen Ausschnitt, diesen Transekt anschauen, Sie können das gerne, wenn Sie heute heimkommen, machen, Satellitenansicht in Google Maps und zoomen Sie im Flachland bitte einmal in Europa hinein. Da werden Sie Ihre blauen Wunder erleben. Dieses Kastelwerk von braunen, gelben und grünen Flächen ist biologisch tot. Dort ist nichts, gar nichts. Das ist Monokultur. Und Monokulturen sind erstens einmal unglaublich stressbelastet durch die Pestizide und Insektizide. Und außerdem wächst ja nichts, was uns den Kreislauf für die Insekten und für die Schmetterlinge bedeuten würde als Hintergrund für die Biologie. Schauen Sie sich das an, Weinviertel. So schaut das Weinviertel aus. Es ist im Moment in aller Munde die Zersiedelung. Wir haben jetzt schon gehört, dass gerade bei der Zersiedelung Natur im Garten, ihr macht es ja vor, eigentlich bessere Biotope entstehen, als wir das in all den Flächen haben, die Landwirtschaftsflächen sind. Das heißt, die Zersiedelung ist gar nicht das Problem. Straßenbau ist auch immer ein unglaublicher Fokus. Die Straßen sind von der Fläche her gar nicht zusammenzuzählen. Und im Gegenteil, es kommt ein ganz kurioser Effekt, die
Straßenränder sind oft die besten Trockenrasen und Blühstreifen. Würden wir die doppelte Menge an Straßen bauen, hätten wir für den Naturschutz mehr getan, als wenn wir die Gas. Ja, es ist eine kuriose Formulierung, aber es ist in der Tat so. Die Trockenflächen an den Straßenrändern sind für uns biologisch viel, viel besser als das, was wir Agrikulturflächen haben. Das ist aber keine Schuldzuweisung, denn die Agrikulturflächen brauchen wir. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Ja? Ich war vor 1,5 Jahren beim Armin Wolf eingeladen, habe über das Insektensterben reden dürfen, habe nächsten Tag dann von der Bauernschaft Drohbriefe bekommen, weil die ganz verzweifelt waren. Es hat nichts mit Schuldzuweisungen zu tun. Bitte, liebe Landwirte, liebe Bauern, ihr leistet vollkommen gute Arbeit, die wir auch brauchen. Das ist gar keine Frage. Und die Therapie müssen wir, das hören wir dann noch, hoffe, es geht sich noch aus, ganz anders gestalten. Und da gibt es Möglichkeiten, wir haben sehr gute Chancen. Und jetzt geht es aber weiter. Ja? Das ist, ob das jetzt Deutschland ist, Norditalien ist, ob das hier wieder Deutschland, ob wir weitergehen in die Ukraine, Polen, es schaut überall gleich aus. Alle diese Kastelflächen, das ist Oklahoma, das ist tot, das ist biologisch abgestorben, dort ist nichts mehr, ja. Das sind alles Landwirtschaftsflächen. Paraguay, nächster Schritt, Argentinien. So schaut es im Moment im Flachland auf der Welt aus. Dort sind unglaublich viele Wälder verschwunden. Das ist auch für die Klimasituation eigentlich eine Katastrophe. Ja. Diese Biotope, auch wenn sie schön ausschauen, auch wenn die Rapsfelder von unseren Honigbienen besucht werden, aber die Honigbienen sind natürlich für den Naturschutz wenig interessant, sind Flächen, wo wir einfach keine Chance haben, eine normale Insekten- oder Schmetterlingsvielfalt zu haben. Das funktioniert dort nicht. Wir brauchen Refugialbiotope. Und der Mensch hat immer das Gefühl, wenn es grün da draußen ist, dann ist alles gut, dann haben wir Natur. Und das ist ein Blick in einen Park, das ist der Stadtpark in Wien, das ist ebenfalls biologisch dort. Wenn Sie dort Fallen aufstellen, Insektenfallen aufstellen oder Lichtfallen und die nachtaktive Fauna untersuchen, dann werden Sie feststellen, das ist tot. Dort kommt nichts vor. Auch wenn Dinge blühen, aber die Pflanzen, die blühen, sind in der Regel nicht dafür geeignet, die Biologie, also den Kreislauf der Insekten, wie ich ihn vorhin schon gezeigt habe, aufrechtzuerhalten. Die Lebensräume, mit denen der Mensch dauerhaft oder überwiegend Energiehoheit ausübt, sind nicht Natur. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, einmal das verstanden zu haben. Wenn wir auf Straßen dahinfahren, dann kommt uns eigentlich gar nicht so in den Sinn, wie viel unter Landesfläche in der Zwischenzeit nur für Agrikulturflächen draufgegangen ist. Nun, warum soll man Schmetterlinge schützen? Das ganz kurz nur, das mache ich sehr, sehr schnell. Es ist heute schon angesprochen worden, gleich am Anfang. Ich glaube, Sie, Herr Landesrat, haben das schon erwähnt. Das ist genau perfekt dargestellt gewesen. Was wir brauchen, ist Ökologie, das Biozönosengleichgewicht. Was wir brauchen, ist Ethik und Kultur. Das hat die Frau Bundesministerin schon erwähnt. Wir haben unglaubliche Ressourcen, die wir verschwenden und die kaputt gehen, wenn uns Arten abhanden kommen. Also auch ein anthropozentrischer Grund darf durchaus auch einmal sein. Und dann natürlich der Nutzen, Bestäubung und der Verlust von Inhaltsstoffen bei Insekten, die uns für die Wissenschaft und Forschung verloren gehen. Nun, jetzt kommen wir zur Therapie. Ich hoffe, ich liege noch gut in der Zeit. Ich sehe, dass das rote Eckerl ist noch ganz gut. Also ich kann das jetzt ein bisschen genauer machen. Nun, was können wir tun? Wir haben in der Biologie vorhin gesehen, dass es diesen komplizierten Kreislauf gibt. Und dieser komplizierte Kreislauf hat einen Wahnsinnsvorteil, nämlich die hohe Zahl an Nachkommen. Wir können aus relativ gestressten Populationen wieder normale Insekten- oder Schmetterlingspopulationen rauskriegen. Und zwar binnen kürzester Zeit, in 1-2 Jahren. Wenn man neue Biotope irgendwo anlegt, sieht man, dass binnen kürzester Zeit dort ein Paradies aufwächst. Und da gibt es ein paar Dinge, auf die man fokussieren kann. In Ostösterreich, vor allem im Flachland, bräuchten wir Sandbiotope. Es wäre ein Projekt zum Beispiel, einfach Feinsand auf Brachen außerhalb von Gemeinden Sandhaufen aufzuschütten. Und jetzt sage ich Ihnen, es gibt bei der ganzen Geschichte, bei den Therapien, wenn wir Refugialbiotope schaffen, wenn wir Netzwerkblühstreifen schaffen, entlang von Feldern, an Feldwegen,
gibt es eine gute und es gibt eine schlechte Nachricht. Und ich mache es einmal umgekehrt, ich fange jetzt nicht mit der schlechten an, sondern ich fange mit der guten an. Die gute Nachricht ist, und das an die Adresse der Politik gerichtet, es kostet nichts. Na, gibt es eine schönere Nachricht? Na, ist doch toll. Es kostet wirklich nichts oder fast nichts und ist vor allem nicht zeitintensiv, weil das Beste ist, die Natur in Ruhe zu lassen. Die schlechte Nachricht ist, es ist fast unmöglich, das in das Bewusstsein der Menschen hineinzubringen und vor allem auch in der Kommunalpolitik umzusetzen. Ich bin ein Leid geprüft, ich bin als junger Mann, als Kurator im Naturhistorischen Museum in so einem Projekt gewesen und wir sind im Weinviertel herumgefahren und haben versucht, Bürgermeister zu überzeugen, haben die besucht und haben denen vor allem, es war damals in den 80er Jahren, so ein Projekt, Brachen sollen Brachen bleiben, lasst bitte die Gstätten, dieser schöne österreichische Begriff der Gstätten, lasst die Gstätten Gstätten sein. Und da saß ich bei einem älteren Herrn, ein ganz sympathischer Mann, und der hat sich das angehört und ganz zum Schluss hat er mich angeschaut, so ein bisschen mitleidig und gesagt, was, du bist ein klasse Bursch, du setzt dich so ein für die Natur, das ist alles wunderbar, aber für die nehme ich ein Geld in die Hand und wir machen gleich einen Park draus, dann haben alle was davon. Und da ist mir bewusst geworden, dass das Schwierigste, das Bewusstsein ist, dass Insekten dort nicht vorkommen. Das heißt, wir schädigen die, denen wir nutzen wollen. Und der gute Wille ist da. Und ich bin immer jemand, der versucht, Positivkampagnen zu fahren. Ich halte nichts von der Schuldgesellschaft, die sich momentan auch so ein bisschen politisch auseinandersetzt. Schuldgesellschaft bringt uns nicht weiter. Wesentlich ist, positiv Akzente zu setzen. Und da ist zum Beispiel, da gibt es ja schon sehr viele Sachen. Wenn ich allein nur das Beispiel das österreichische Umweltzeichen hernehme, wir haben ja die Ehre, dass wir vom Naturhistorischen Museum jetzt dieses Umweltzeichen verliehen bekommen. Kann leider am 5.7. nicht dabei sein, wenn Sie die Katrin Volland besuchen. Schöne Grüße von ihr übrigens, habe extra noch einmal mit ihr gesprochen. Sie freut sich schon sehr auf ihren Besuch. Und da ist mir der Gedanke gekommen, das habe ich auch mit ihr jetzt kurz besprochen noch, was wäre, wenn man solche Plakettensysteme, entweder von Seiten des Landes, von Seiten der Bundespolitik, auch für Land, für die Landwirtschaft erfinden würde. Dass die Blühstreifen, diese Dinge, dass quasi Bauern und Landwirte eine Plakette verliehen bekommen oder einmal eine besondere Ehrung, wenn sie besonders viel tun, wenn sie Mähregime zurückfahren. Mähen ist ganz schlecht. Mähen ist eine Katastrophe, weil es immer in diesem Insektenkreislauf irgendeine Schicht kappt. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das versteht, dass dieser Kreislauf das Entscheidende ist und nicht das Endstadium der Schmetterling oder das Insekt. Und wenn man so etwas also ins Leben rufen könnte, das Naturhistorische Museum ist da natürlich sehr engagiert und macht auch viel über Citizen Science Projekte, dass man da vielleicht sogar so eine Verleihungskultur erfinden könnte. Es muss eine Positivkampagne geben, um zu vermeiden, dass wir uns auf Nebenschauplätze auch verlieren. Nebenschauplätze wären, das wird Sie vielleicht jetzt verwundern, aber es ist die Tatsache, in Europa hier das Problem des Klimawandels. Der Klimawandel spielt für Insekten und für Schmetterlinge in Europa, vor allem hier in Mitteleuropa, keine Rolle. Wir müssen uns ja vorstellen, dass dieses Gebiet hier über Zehntausende, ja Hunderttausende Jahre in einer Kaltzeit steckt. Wir sind im Pleistozän, zwar 2,5 Millionen Jahre, haben wir jetzt Kaltzeit. Und immer nur ganz kurze Warmzeiten, die aufpoppen. Und das ist die jetzige Phase, gerade einmal mit 11.000 Jahren, sind wir gerade wieder mal in so einem Interglazial. Das wird jetzt noch ein bisschen verstärkt durch den menschengemachten Klimawandel. Aber diese Temperaturerhöhung liegt innerhalb der Toleranzgrenze der Arten, die bei uns vorkommen. Daher sterben keine Insektarten wegen des Klimawandels aus. Nicht bei uns, Australien schon. Das ist eine ganz andere Situation. Ja, auf anderen Kontinenten schaut es wieder anders aus. Aber bei uns führt das höchstens zu einer Nord-Süd-Verschiebung und zu einer Höhenverschiebung. Denn die eigentliche Fauna, die wir hier haben, auch das wird Sie jetzt wundern, ist eine extrem verarmte borealpine Fauna. Wir hatten ja hier Tulln, Wien, Tundra, Dauerfrostboden, und zwar über 80.000 Jahre. Das ist erst 10.000 Jahre her. Die Fauna, die jetzt hier fliegt und die wir schützen wollen, ist nichts anderes als eine mediterran-nordafrikanische Fauna. Die ist nur weiter nach Norden gewandert, weil es jetzt wärmer ist.
Ja, das muss man verstehen. Wenn das also einmal klar ist, dann merken wir auch, dass der Klimawandel unsere Arten sicher nicht vertreiben wird. Es wird zu einer Nord-Süd-Verschiebung kommen. Wir werden ein paar mehr jetzt eigentlich südmediterrane Elemente haben, die einwandern. Ein ähnliches Problem haben wir bei der Lichtverschmutzung, die ebenfalls immer wieder auch in den Medien genannt wird. Da ist eine Ursache-Wirkung-Umkehr. Ich habe mich mein ganzes Leben mit Lichtfang und Lichtfallenforschung beschäftigt und es gibt genügend Hinweise und längst nachgewiesen, dass Lampen intakte Biotope nicht schädigen. Das ist, wenn keine Insekten am Licht fliegen, dann gibt es dort keine Insekten. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber die Schädigung selber ist zu vernachlässigen. Das ist kein besonderer Umstand. Man kann natürlich aus anderen Gründen, aus Ersparnisgründen, gelbe Lampen nehmen, auch auf Gründen unseres Biozyklus versuchen, die Beleuchtung zurückzufahren. Das sind alles vernünftige Gründe, das ist überhaupt keine Frage. Nur wir werden jetzt durch das Abschalten der Lampen nicht die Schmetterlingsfauna retten. Das ist einmal wichtig, das zu verstehen. Hier haben wir das noch einmal, Refugialbiotope zu machen, Blühstreifen, Altholzschutz, wo es geht, das ist für Bockkäfer wichtig, wenn ich es für die Insekten allgemein ausdehnen darf. Ankauf von Naturflächen, freiwilliger Mähverzicht und ganz wichtig, ein Kampf auch gegen die Haftungsgesellschaft. Ich hatte die Ehre, vor einigen Monaten mit dem Herrn Landeshauptmann Stefan der Tapernkopf zusammenzusitzen und mit dem Schmuckenschlager. Und da waren wir uns auch einig, dass eine der größten Probleme die Haftungsgesellschaft ist. Wir haben Schätze an Biotopen. Da sehen Sie noch die alten Bahngräben links, das alte Schwarz-Weiß-Bild. Das waren ganz tolle Biotope, die sind meistens von den Gemeinden zugeschüttet worden. Ja? Da sind jetzt Rasenflächen drauf, die gar nichts bringen. Wir haben die Streifen entlang der Straßen, wo ich ja vorhin schon so kontroversiell diesen Statement abgegeben habe, weil das tolle Biotope sind. Aber sie müssen ständig gemäht werden, weil die Haftung besteht, dass ein Autofahrer vielleicht einen Block nicht sehen könnte. Und das wäre dann eine Katastrophe. Und da müsste man schon ein bisschen sagen, da sollte die Politik gegen die Haftungsgesellschaft auftreten und sagen, jeder ist ein bisschen doch für sich selber verantwortlich und verflixt nochmal, dann forst halt auf der Straße nur einen 70er statt einen 100er. So können verwilderte Gärten ausschauen, Brennnesselstreifen, das brauche ich ja hier nicht sagen, das ist Eulen nach Athen tragen. Sie wissen, was ich meine, Natur im Garten ist ja eine tolle Sache, die das ja schon längst vorzeigt, wie man es zu machen hat. Und abschließend noch ein Bild, das eigentlich traurig ist. Wir haben auch Naturschutzgebiete, die einfach durch Mähregime zerstört werden. Das ist Oberweiden, die Sanddünen, die verfestigten. Und Sie sehen links ein blühendes pannonisches Paradies und dann mittendrin fährt plötzlich jemand rein und mäht das Ganze. Und damit sind die ganzen dort originären, extrem seltenen und wertvollen Arten mit einem Schlag wieder gekappt, weil wir nämlich genau in diesem Zyklus, in diesem Zirkel in der Mitte durchschneiden. Und dann mit Mühe, 3-4 Monate später, erholt sich das Ganze wieder. Und dann wird wieder gemäht, dann schneiden wir wieder einmal mit dem Messer da hinein. Und das ist das, was sehr schade ist. Und ich denke, dass wir da aber durch Positivkampagnen, durch Bewusstseinsbildung wirklich viel machen können. Ich wünsche jedenfalls Natur im Garten mit großer Freude alles Gute. Ihr macht ganz eine tolle Arbeit. Und ich schließe noch einmal mit meinem Dank an die Politik, weil ihr macht wirklich viel. Und auch, da waren Sie vorhin nicht da, ich habe das für das Land Niederösterreich schon erwähnt, weil da habe ich sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit. Das ist wirklich toll. Einfach weitermachen. Wir bleiben am Ball. Alles Gute und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag, Herr Lödl. Ich habe schon ein bisschen ein Raunen gehört im Publikum, habe auch zwei Fragen aus dem Chat von unseren Online-Teilnehmerinnen mit. Und mit denen würde ich jetzt gerne gleich beginnen. Nämlich kam die Frage, Sie haben vom Mähen gesprochen, wann sollte man mähen oder Sträucher schneiden, um hier die Biotope zu schützen? Also für natürliche Biotope, jetzt abgesehen vom Garten, der ja immer eine gewisse menschliche Beeinflussung hat und das kann auch haben und das ist in Ordnung. Also jetzt Natur im Garten hat nicht die Aufgabe, die wirklich originären Biotope, wie zum Beispiel
Sandbiotope, Hochmoore, Niedermoore und Ähnliches zu erhalten. Das können wir auch im Garten gar nicht. Dort wachsen auch ganz andere Pflanzen. Aber zum Beispiel, wie Oberweiden dieses Bild zeigt, das ist ein absolut originäre, pannonische, lyrisch verfestigte Sanddünenlandschaft. Und dort soll gar nicht gemäht werden. Gar nicht. Man kann nicht sagen, na, mähen wir zweimal statt viermal. Ich kappe jedes Mal irgendwo die ganze Linie an Entwicklungsstadien durch. Und aus dem Grund mähen gar nicht. Das lässt sich natürlich im Garten jetzt, sage ich einmal, schwer verwirklichen. Ja? Man will ja doch irgendwo eine Stelle haben, wo man sich dann in Ruhe hinsetzen kann. Daher kein schlechtes Gewissen. Ich bin immer für die Positivkammer. Kein schlechtes Gewissen. Wenn ihr einen Garten habt, dann nützt den auch als Garten. Es genügen, wenn man irgendwo ein paar Refugialstreifen, ein paar Stellen überlässt. Ich meine da wirklich die Wildnisstreifen. Ja, genau. Ja. Die sollten gar nicht gemäht werden. Da ist jedes Mähen schlecht. Da kann ich keine bessere Nachricht geben. Würde das nicht zur Verbuschung der Landschaft führen? Ja, man kann ja dann, wenn eine Verbuschung tatsächlich stattfindet, kann man ja dann, wie es ja eigene Projekte gibt, die Büsche dann versuchen herauszunehmen. Das ist aber wieder was anderes. Das hat mit Mähen nichts zu tun. Mhm. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Bitte schön. Also Sie können es abschließen. Darf ich noch mal kurz für unsere Online-Teilnehmer die Frage wiederholen, weil das schon schwer verständlich ist. Das heißt, es ging um die Frage, wie gehe ich mit den Blühflächen im Garten um? Wann mähe ich die oder soll ich die dann auch ganz brach liegen lassen, beziehungsweise das kleinteilige abschnittsweise mähen? Also wie mache ich es im Garten richtig? Ja, also ein kleinteiliges Mähen ist auf jeden Fall schon ein Riesenvorteil. Das kann man auf jeden Fall tun, wenn entsprechende Flächen überbleiben. Weil wir dürfen nie vergessen, dass Insekten eine extreme Potenz zur Fortpflanzung haben. Das heißt, wenn ich Flächen überlasse, die also irgendwie diesem Kreislauf entsprechen, dann bekomme ich auch genug Material sozusagen nachgeliefert, damit die nächste Generation erhalten bleibt. Ist eine quantitative Sache. Je mehr wir machen, umso besser. Aber das, was jeder im Garten eben auch zum Wohlfühlen, soll ja ein Wohlfühlraum sein. Also Natur im Garten als Selbstzweck, sozusagen als eine Art Hardcore, so fast eine Art Büßerhaltung. Wir müssen da jetzt in den Brennnesseln und Disteln sitzen. Also das muss nicht sein, sondern da genügt schon ein vernünftiges Miteinander. Also ein Miteinander. Ja, genau. Dann stelle ich noch eine Frage aus dem Chat und wir haben dann auch hier noch einen Publikum. Macht Mulchen mit Sand kleinteilig und wenige Zentimeter dick Sinn, um Standorte abzumarkern und Ähnliches? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was zum Beispiel eine tolle Sache ist, dass viel zu wenig gemacht wird, wo man richtig Projekte machen könnte, ist gerade in Ostösterreich einfach irgendwo auf Brachen Sand aufzuschütten. Ich habe so eine, das erzähle ich noch ganz kurz, das ist eine Minute, ich habe ein richtiges Erleuchtungserlebnis gehabt vor ein paar Jahren. Da gab es, ich glaube 10 Jahre ist es ja, da gab es diese Überschwemmung an der Donau und die Donauinsel, die ja künstlich angelegt ist, aber jetzt schon eine ganz gute Biotope hat, war überflutet mit Schlick. Und das bildet so einen ganz feinen Sand, wenn das trocken ist. Und plötzlich sehe ich, dass auf einer normalen Wiesenfläche, die natürlich auf der Donauinsel immer wieder häufig vorkommt und die biologisch tot ist, von Bauarbeitern ein Riesenhaufen, so ungefähr so lang wie diese Halle ist, in einer Höhe von so 1,5 Metern mit Sand aufgeschüttet wird. Und ich dachte noch, wow, das ist einmal ein Projekt, das ist super, also das, jetzt mach ein Sandbiotop. Und ich habe dort, weil ich dort fast jeden Tag vorbeigehe, innerhalb von 3-4 Monaten gesehen, dass sich im Frühling etwa bis Anfang Juni ein Paradies gibt. Also ich habe schon jahrelang sowas nicht mehr gesehen, nicht mal in den Sandbiotopen Oberweiden, sogar so ein Insektenleben, sogar mit südeuropäischen Kreiselwespen, also mit einer tollen Vielfalt, unwahrscheinlich, wie sich das ohne Zutun entwickelt hat. Und plötzlich sind Bagger gekommen, haben das alles weggerissen, haben dort dann wieder Rasen angebaut. Das war also offenbar nur zwischengelagert.
Und aus diesem Erlebnis habe ich also den Schluss gezogen, das könnte man machen. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Ja? Sandbiotope. Ich glaube, es gab noch eine Frage hinten aus dem Publikum. Ja, also meine Frage ist oder auch eine Anregung ist, wenn immer mehr Biotope hier aussterben und die Klimakrise jetzt in den nächsten 100 bis 200 Jahren, wo wir ja einen Timelag haben, aus dieser Mini-Eiszeit jetzt rauskommen, werden ja immer diese Biotope werden ja aussterben. Und Sie haben ja eben auch gesagt, wahrscheinlich ist das ja ein Zitat von dieser Meta-Analyse von 2018, dass 85% der Biomasse gestorben sind. Jetzt ist meine Frage an Sie, wenn die MVP, also die Minimal Valuable Percentage für eine Population lokal ausstirbt, macht es dann für Sie Sinn zu sagen, okay, wir haben jetzt hier, also biologischer Begriff Umbrella Species, wir schützen jetzt die Schmetterlinge oder es macht überhaupt gar keinen Unterschied, jetzt die Klimakrise hier zu haben oder nicht, wäre meine Frage. Würden Sie das nochmal überdenken, wenn Sie jetzt sagen würden, in 200 Jahren sind hier anstatt 2,5 Grad 5 bis 10 Grad mehr vor Ort. Die Biotope können sich so nicht mehr anpassen und es gibt ja einen generellen Nordwärtstrend aller Arten. Und dann kommen ja aus dem Süden auch keine neuen Arten mehr nach. Das heißt, die Verarmung, die Biodiversität würde ja nur noch steigen. Wie wäre denn dann die Strategie? Ja, das sind mehrere Faktoren jetzt, die Sie da angesprochen haben und die man also ganz kurz nur erklären kann. Also das Erste ist einmal, dass die Modelle, die eine so hohe Klimaerwärmung in 200 Jahren veranschlagen, Extremwerte sind, die ich überhaupt nicht unterstütze. Halte ich nichts davon. Das ist Quatsch. Vollkommener Quatsch. Es wird sicher nicht passieren. Jetzt kann man natürlich streiten drüber. Man kann sagen, ja, ich könnte und wir wissen natürlich nicht, wohin sich es entwickelt. Aber erst einmal tun wir ja schon was. Zweitens ist die jetzt künstlich geschaffene Erwärmung von etwa 1,5 Grad etwa 40-60% Menschen gemacht. Da gehen die Fachleute auseinander. Also können wir ungefähr sagen, nicht mal 1 Grad. Natürliche Schwankungen sind wesentlich höher als das. Die Frieslandphase hatte 10 Grad Durchschnittserwärmung in 50 Jahren. Und das war vor ungefähr 11.000 Jahren. 10 Grad. Und alle Tiere sind damit fertig geworden. Alle. Also ich glaube nicht, dass diese, selbst wenn jetzt eine 5 Grad Erhöhung kommt, dann haben wir halt südmediterrane Arten bei uns. Ich meine, dass uns das jetzt nicht freut und dass wir vor allem bei der Überbevölkerung, die wir haben, ein riesen Migrationsproblem kriegen. Weil natürlich dann in Nordafrika will man keinen Urlaub mehr machen. Ich meine, jetzt fliegen die Leute nach Hurghada, ja, legen sich bei 46 Grad in die Sonne und sind aber dann furchtbar verzweifelt, wenn es bei uns 33 hat. Also das muss man ja auch einmal berücksichtigen. Also die Arten können natürlich in alle möglichen Richtungen auswandern und dann dürfen Sie eins nicht vergessen, wir haben die Ost-West-Verteilung. Die meisten Arten, die bei uns vorkommen, kommen ja im eurasischen Kontinentalblock vor. Die weitaus meisten. Und dort haben wir eine unglaublich gute Gelegenheit, nach Nord und Süd auszuweichen. Also die pannonischen Biotope, die wir hier pannonisch nennen, die gibt's hinüber in ganz Südrussland, bis tief nach Asien hinein. Und diese Biotope würden dann halt nach Norden wandern. Also es wären noch genug Ressourcen, dass die Arten nicht aussterben. Man kann jetzt natürlich darüber spekulieren, wenn es so weit ginge, dass die ganzen Alpen wirklich völlig eis- und schneefrei werden, was es ja auch schon gegeben hat, dann wäre es für die Borealpinen Arten ein Problem. Warum heißen die Borealpinen, die ganzen Apollo-Falter und die gibt es ja deshalb, weil wir jetzt eine Warmphase haben. Früher war ja hier quasi arktische Fauna und die sind nach Norden und in die Berge abgewandert. Und da gebe ich Ihnen recht, das wäre das Einzige, was ein Problem wäre. Die paar Erebienarten, die wir bei uns haben, die wirklich endemisch sind, die würden dann ein Problem kriegen. Die könnten aussterben.
Lieber Herr Lödl, ich freue mich, dass diese sehr komplexe Frage hier aus dem Publikum gekommen ist. Ja. Weil dann können Sie sich in der Pause auf jeden Fall noch über das Thema unterhalten. Es ist auf jeden Fall ein großes. Ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag und Ihr Kommen. Und ein kleines Dankeschön von uns. Oh, das ist lieb. Dankeschön.